So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind auf der Suche nach Margarita, um ihr zur Flucht zu verhelfen. Das ist unsere letzte Sidequest vor dem großen Finale. Ui, oder die letzte Mainquest. Side Mainquest. Egal. Hier unter Ochsenfurt liegen Elfenruinen. Die dürfen wir. Grabräuber. Der hier mochte wohl Elfengraben. Erkunden. Da unten ist ein Gegner. Hallo? Hä, jetzt ist er oben. Okay, muss ich nicht verstehen. Hässlicher Bastard. Ah, ich bin voll in der falschen Richtung. Aber egal. Hier zeigt mir der... die Karte auch noch einen Gegner an. Alles sehr strange. Hm. Naja, egal. Solange alles funktioniert. Ich will. Ah, guck mal, ich bin hier doch wieder richtig. Erstaunlicherweise. Hui. So, dann. Aus dem kühlen Nass. Gruftweib. Haben wir schon mal gegen Gruftweiber gekämpft? Also gegen Sumpfschrullen, gegen Wasserweiber, aber glaube ich nicht gegen Gruftweiber. Naja, die war auch nicht so anders. Fest verschlossen, rührt sich nicht. Hier muss irgendwo ein Hebel sein. Warte, wir müssen Hebel finden. Okay, meine Spürnase ist hier schon auf Hebel getrimmt. Moment. Hebel? Hier bei dieser geilen Statue? Nein. Ah. Das könnte noch nützlich sein. Gefunden. Moment, da gab es aber... Gerard, beweg dich. Da gab es aber gerade noch eine Stelle, wo man hätte wegschwimmen können. Ah nein, Moment, daher kommen wir. Bin blöd. So, hier ein Hebel. Das müsste passen. Für dich. Und runterdrücken. Hätte ich da nicht alles mögliche reinstecken können? Hm. Okay, rechts ist Wasser. Super, Geralt. Geile Wand. Der wollte so ein bisschen Anlauf nehmen, ne? Oh Mann. Finden wir hier unten noch Schemas? Das wär's noch. Ne, eine schwarzmagische Puppe, da hat sich einer ersäuft mit Voodoo-Künsten. Ne. Hey, Luft! So, betritt die Kanalisation. Das waren aber schöne, sehr schöne Elfenruinen. So. Einbruch! Hier oben. Okay, nee. Oh, hier hätte noch richtig schön was versteckt sein können. Naja. Oh, hä? Oh! Oh! Was, Leichenfresser? Na klar, in der Grube waren noch viele Leichen. Oh Gott, nein, die explodieren ja. Und Ghule. Waren die mit Stacheln? Nee, waren sie nicht. Okay, Moment. Ich brauche mein Lieblingszeichen. Oh! Was? Die machen so viel Schaden? Mit Level 24? Wow. Die haben uns einfach weggeboxt. Gut, dann nehme ich gleich... Nee, ich nehme das Quen-Zeichen gleich. Dann habe ich schon mal ein Schutzschild. Und danach Igni. Also, Quen und... Gut, die Kiste da hinten, die hat eh nicht so das Wertvollste gehabt. Art und jetzt Igni. So, erstmal den Leichenfresser, dass der schön explodieren kann, theoretisch. Oder wir gehen doch auf den Ghoul. Kann ich mal... Nicht so, wie ich es geplant habe. Egal, ein Ghoul ist tot, der Leichenfresser explodiert jetzt.
Gleich, vielleicht. Ja, jetzt. Und den Ghoul hat er mitgerissen. Nee, nicht mitgerissen. Schade. Sah so aus, als hätte er dann mitgerissen. So, und zwei. Moment. Oh, blöde Sackgassen, ey. Ah, hier sind schon die ersten Leichen. Und auch Monsterleichen. Sehr schön. Abgeschlossen. Aha. Noch mehr Leichen. Blut. Ja, ich glaube, das sieht aus wie die Grube hier. Eindringlinge! Was, Hexen? Stirb, Fotzenlecker! Wow, das habe ich auch noch nicht gehört. Wow. Oh, ist das gut. So. Ja, die wurden jetzt blöderweise alarmiert, oder? Schlüssel. Na klar, Karten spielen hier. Alter, was macht... Ah, das war die Folterkammer. Das hat er... Aber auch gesagt, dass hier die Leute foltern, außer es ist Feiertag. Oder die haben sich gerade zugesoffen. Und die Meritium-Fesseln. Na toll. Qualitätsfolter hier. Okay. Moment, hier ging's hoch. Wir haben doch gerade einen Schlüssel aufgehoben. Kann man damit nicht theoretisch die Tür hier aufschließen? Aha. Und das bringt uns wohin? Was zum... In irgendeinen Seiteneingang? Was zur... Wo sind wir denn? Jetzt sind wir in irgendeinem random Haus mit Blut auf dem Boden. Hä? Zu. Ich bin mega verwirrt. Wieso führt uns das in ein random Haus? Ach, da oben ist aber offen. Hä? Hier ist auch niemand, hier ist... Nur Bücher. Was zum... Kann man hier noch raus? Hier kann man auch raus. Das ist nur die eine Tür, die zu ist. Lol. Okay. Dann klärt... Moment, da ist ein... Hexersymbol. Kann man hier hoch? Ach so, das ist eine Tür zu einem Lager. Tür zu einem Lager, wo nichts drin ist. Hä? Was ist denn das für ein Aufbau? Hier kann man drüber... Ich raff gar nichts mehr. Also, hier Höhle. Da ist ja... Hier ist eine Truhe, die wir schon geöffnet haben. Hier waren wir anscheinend schon mal. Ich habe gar nichts mehr. Ach, ist das die Bibliothek? Nee. Anscheinend waren wir hier schon mal. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht entsinnen, wo, wann, wie, was... Aber gut, dieses Kanalisationssystem, das miteinander verknüpft. Schade, ich habe jetzt gedacht, man muss hier nach einem alternativen Weg suchen. Also, dass es hier zwei Wege gibt. Bei einem, dem hier, würde man die Wachen alarmieren und dann viel kämpfen müssen. Und der andere, der wäre so ein bisschen geheimnisvoller, aber... Na gut. Hat sich alles erledigt. Wow. Wow. Chillt doch, Leute, Mann. Arr. Und... Hallo? Was ist los? Da redet jemand. Hallo? Bist du Margarita? Margarita. Wer da? Geralt? Götter, ich halluziniere.
Ich hol dich hier raus. Keine Chance. Wir werden hier beide sterben. Sheila? Sie haben sie zuerst gefangen. Ihr Zustand ist kritisch. Was nicht, Sheila hatte Tankewill? Die kriegst du nie ohne Schlüssel auf. Der Wärter hat ihn immer bei sich. Sein Zimmer ist oben. Bin gleich zurück. Abgeschlossen. Gut, dann gehen wir hoch. Komm, der Wärter ist auch nur ein Mensch. Vielleicht. Ich speichere trotzdem zur Sicherheit. Genau, Sheila hätte man, glaube ich, auch entscheiden können, ob die schon tot ist oder nicht. Je nachdem, wie man sich im zweiten Teil dafür entschieden hat. Aber es war dann auch eine Böse am Ende. Oh Mann, warum habt ihr ein Schild? Jo, und du blockst natürlich mein Feuer. Oh, blöde Lanze. Hä? Aua. Na, oh, was? Okay, der kämpft mir zu gut. Ich gehe in den Knast. Ich geh ja schon in den Knast. So, und in meine Falle. Haha, auf engem Raum kann ich besser kämpfen. Oh, außer ich springe gegen Gegenstände. Ha! Oh. Zack. So, der mit der Lanze. Shit, mein Schwert. Aua. Ich hasse diese Schildtypen. Ganz ehrlich. Na la la. Komm runter, ja, zu den Hexen. Nein. Nein, ich bring dich um. Warum hast du überhaupt so ein scheiß Schild, Mann? Hexenmeister! Jetzt! Endlich! Ein paar Leichen im Gang. Upsi. So. Oh! Schon wieder Fotzenlecker. Mann, ihr habt echt tolle Beleidigungen. Aber hier ist nicht der Lagermeister. Nee. Hui. Wieso gibt es eigentlich immer noch Hexenjäger? Wir haben doch alle von dem einen Stützpunkt erledigt. Kann doch nicht sein, dass es so viele von denen gibt. Das ist nur ein Jetzt haben die auch noch redanische Soldaten hier. Ach du Scheiße. So. Oh, fuck. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Zack, und noch der mit dem blöden Schild. Du scheiß Dreckschildträger. Ich hasse es. Ah, du bist der Aufseher. Eindringling. Lebendig. Oh ja, dann darfst du mich aber nicht töten hier. Oh. Okay, ich mache erst den Soldaten. Jetzt. Und. Machen wir es schnell. Schneller oder vielleicht schmerzhaft. Dann machen wir schneller. Aua. Und flutsch. La. So, haben wir den Zellenschlüssel? Oh yeah. Gut. Aber ich sehe, ja, hier oben ist noch ein Hexenjäger. Kommt, der kriegt so aufs Maul. Kaputt geboxt. Schöne Hütte hier. Mensch. Vor allem die Leichen, die machen es mal wieder aus. Brot. Ja. Dann würde ich sagen, befreien wir die beiden Magierinnen im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.